Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trading to Millions. Heute sprechen wir mal wieder über das überteuerte Verkaufen, was jetzt wieder sehr, sehr gut funktionieren wird, weil der Markt momentan sehr günstig ist. Mit dieser Methode sind bis zu 500.000 Coins die Woche möglich und wie wir das Ganze machen, seht ihr in diesem Video. Als erstes zeige ich euch nochmal die V-Liste aus dem Monat Februar, wo wir 342 Verkäufe hatten mit einer sehr, sehr kleinen UV-Liste. Wir hatten da maximal 30 bis 40 Spieler angeboten und trotzdem eben diese 342 Verkäufe gemacht und damit 1 Million Coins Gewinn mit dieser kleinen UV-Liste im Monat Februar gemacht. Das zeigt uns, wie viel mehr damit möglich ist. Ich würde euch empfehlen, im Idealfall 80 Spieler anzubieten, wenn ihr eine UV-Liste macht. Ich würde die Liste nie ganz voll machen, damit ihr immer 20 Plätze noch frei habt für andere Sachen. Daher meine Empfehlung immer, am besten mit 80 Spielern das Ganze zu machen, wenn ihr wirklich das Maximum aus der UV-Liste rausholen wollt. Wollt ihr nur ein bisschen nebenbei damit traden, wie ich es gemacht habe, dann reichen auch 30, 40 Spieler. Nur klar ist natürlich, desto mehr Spieler ihr anbietet, desto mehr Gewinn ihr macht ihr auch. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich bei der UV-Liste, die Spieler jede Stunde anzubieten, ne? Und auch das habe ich hier teilweise vernachlässigt. Bedeutet, hier war noch viel mehr möglich gewesen. Trotzdem habe ich es geschafft, 1 Million Coins in einem Monat zu machen. Solltet ihr also 80 Spieler auf eurer Liste haben und die Spieler mindestens 10 Mal am Tag anbieten, solltet ihr auch mindestens 2 bis 3 Millionen Coins im Monat mit so einer UV-Liste machen können. Wir schauen uns jetzt meine UV-Liste vom April an und da werde ich euch mal wieder den Link von dieser UV-Liste in die Videobeschreibung setzen. Da habt ihr auch alle anderen UV-Listen und seht auch genau, wie viel ich wann verkauft habe. Ich sage euch nur hier, zu dieser UV-Liste wird es keine Verkäufe von mir geben, weil ich mit fast 8 Millionen Coins mittlerweile in Investitionen drin bin. Dementsprechend habe ich keinen Platz für diese UV-Liste und natürlich auch wenig Coins dafür übrig. Dementsprechend kann ich das Ganze momentan noch nicht machen. Wenn ich meine Verkäufe verkauft habe, ist es aber auch für die UV-Liste wahrscheinlich zu spät. Denn hier ist es auch so, sobald der Markt wieder so ansteigt, wie er eben in den letzten Wochen war, dann ist natürlich diese UV-Liste hier hinfällig, weil die Preise dann einfach zu teuer sind. Also es funktioniert nur, solange die Preise okay sind, solange eben keine krassen Icon-SBCs da sind, die den Markt extrem nach oben schießen. Sollten diese SBCs aber kommen, ist das eigentlich auch ein absoluter Jackpot für unsere UV-Liste, denn dann haben wir hier Spieler eingekauft, die alle extrem gestiegen sind und wir können sie als Investment sozusagen verkaufen. Das ist immer so die Idee hinter unseren UV-Listen. Wir kaufen immer Spieler, die sowieso steigen werden, wo ihr keinen Verlust mit der Karte machen könnt und gleichzeitig die Karte immer wieder überteuert verkauft habt, bis eben irgendwann die Situation da ist, dass die Preise automatisch steigen. Damit die UV-Liste aber wirklich perfekt funktioniert, müsst ihr aber ein paar Sachen beachten, denn ihr solltet diese Karten nicht einfach kaufen und überteuert anbieten. Nein, ihr solltet auf jede Karte, jede Defensivkarte ein Shadow-Chemie-Stil drauf machen, jede Offensivkarte ein Hunter-Chemie-Stil machen oder die Karte im Idealfall sogar schon mit dem Chemie-Stil günstig einkaufen. Und perfekt ist es, wenn ihr zentrale Mittelfeldspieler oder Stürmer habt, dass ihr diese umgewandelt kauft oder umwandelt, denn so kriegt ihr die Karten deutlich besser verkauft. Aber dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich hier. Das ist unfassbar wichtig, dass ihr euch das Video anschaut, damit ihr auch erstens versteht, warum mache ich das Ganze und ihr auch genau wisst, wie ihr das machen sollt, dass ihr die Karten richtig einkauft und dann eben mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit die Karten verkauft, denn Fakt ist, mit diesen Umwandlungskarten, mit diesen Chemiestilen kriegt ihr die Karten tausendmal besser verkauft, wie wenn ihr sie einfach so einkauft und dann normal überteuert anbietet. Bevor wir jetzt dieses UV-Update-Video beenden, habe ich hier noch ein paar Investitionskarten für euch. Und zwar sind das Spezialkarten, die wieder zu den günstigsten Rating-Karten gehören. Ihr wisst, das sind eigentlich so die sichersten Investitionen, die man tätigen kann, auch wenn die Rating-Spieler alle momentan so günstig sind, dass ihr die theoretisch auf jeden Fall einkaufen könnt. Aber so ein Pereira zum Beispiel, der ist so spielbar, der sieht so stark aus, ist eben nicht mehr zu ziehen, dass der vielleicht sogar noch stärker steigen kann. Vor allem als Argentinier aus der Serie A ist der ja auch als SBC-Futterkarte unfassbar gut geeignet. Also das finde ich so die interessanteste Karte eigentlich hier von den Karten, die in dem Team dabei sind. Aber im Grunde sind das alles sehr, sehr gute Investing-Karten, die ihr einkaufen könnt. Sei es diese Spezialkarten, die zu den günstigsten Rating-Spielern gehören, oder die Informs, das sind die günstigsten Informs ihres Ratings und die sind sogar ein gutes Stück günstiger als die Informs, die schon ein bisschen länger draußen sind. Also da könnt ihr auch bedenkenlos sehr, sehr viele Karten mitnehmen. Ein Kanté, der
endlich mal zu den günstigsten Rating-Spielern gehört. Also das haben wir eigentlich selten in FIFA und das ist auf jeden Fall auch eine Karte, wo man gar nichts falsch machen kann. Also schaut euch diese Karten an, kauft sie ein, genauso wie generell Rating-Spieler. Also vom 84er Rating momentan, die sind momentan auch sehr, sehr günstig. Das sind Preise, wo ich gerne einkaufe. Bei 9000 Coins waren sie mir damals eigentlich noch zu teuer, obwohl es damals auch schon geklappt hat. Auch damals konnte man schon Coins mit den Karten machen. Ne? Hier könnt ihr ganz, ganz sicher die Karten einkaufen. 84er bis 87er Rating. Ihr könnt aber auch 88er, 89er Karten mitholen, wenn ihr wirklich davon ausgeht, dass eine Icon Player Pick SBC kommt. Könnt ihr die Karten auf jeden Fall auch bedenkenlos mitnehmen. Und damit würde ich sagen, war es das vom Video. Lasst gerne noch eine Bewertung da. Ich habe diese UV-Liste nur für euch gemacht. Ich selber nutze ja, wie gesagt, die UV-Liste diesen Monat erstmal nicht. Von daher würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da eine Bewertung dafür da lassen würdet, dass ich hier wirklich viel Arbeit für euch reingesteckt habe. Ich habe 2 bis 3 Stunden die Spieler rausgesucht und das ist wirklich eine sehr, sehr gute UV-Liste, die ähnlich ist wie die UV-Listen, die ich damals immer benutzt habe, mit denen ich wirklich sehr erfolgreich war. Und auch ihr habt mir immer sehr positives Feedback gegeben. Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch hier wieder einen Daumen nach oben da lassen würdet. Wenn ihr noch kein Abonnent vom YouTube Trading Kanal seid, lasst gerne noch ein Abo da, um weitere Trading Tipps zu sehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.